Willkommen zu einem neuen Part von Portal 2. Wir sind hier mitten in den Testkammern und es geht jetzt gleich weiter. Ich bin sehr gespannt, was darauf jetzt zukommt, auf uns zukommt. Ja, René ist übrigens auch wieder mit von der Partie. Ja, der schon wieder. Ja. Und ja, da müssen wir einfach mal jetzt abwarten und Tee trinken, was jetzt auf uns zukommt. Ja, habe ich schon ultra lange nicht mehr getrunken, ne? Ja, das stimmt. Müsste ich mir auch mal wieder machen. Wird mal wieder Zeit. Ja. Oder Cappuccino könnte ich auch mal wieder trinken. Ah, ich ja weniger, aber Tee ist mega geil. Mit Zucker brauchst du Sachen drin, wir haben genug. Ich habe auch nur Zucker. Wir haben 5 oder 6 Kilo Beutel hier rumliegen. Ja gut, dann komme ich einfach mal bei euch vorbei. 4 von 9, interessant. Wir werden es jetzt, wir werden noch ein bisschen brauchen. Einige Parts kommen auf jeden Fall noch. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Remontageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken, es reicht. So, interessant. Das ist sehr interessant, was hier abgeht. Ich bin hier oben. Was ist hinten? Kannst du Tab drücken? Den weitere Sprungkissen. Richtig. Da ist die Frage, wo, was kann ich mit... Da oben ist so ein Dings. Da oben ist ein Laserstrahl. Wo ist ein Laserstrahl? Wenn du mal Tab drückst. Ah ja. Wir müssen da irgendwo hin. Hast du irgendwo einen Schalter in Sicht? Das war falsch. Das war voll falsch. Das wollte ich drücken. Da hinten ist irgendwas. Ein Laserstrahl? Ja, ich hab, müssen den Laserstrahl umleiten. Okay, kriegen wir hin. Wo ist ein Schalter hin oder so? Weil ja da Cubes rauskommen. Ah, da ist der Laserstrahl, interessant. Gut zu wissen. Warte, warte, da ist doch... Da ist auch ein Knopf. Was machst du da? Das ist komplett falsch. Glaube ich, oder? Nee, komm mal wieder zu mir. Komm mal bitte wieder zu mir. Ich hab... Moment, ich muss immer sterben. Tschüss. Das sah schön aus. Das lief genau wie geplant, Blue. Richtig. Ja. War ja auch geplant. Rex Vibe. Ich mag Glauders. Ich mag Glauders. So, und dann musst du dein Portal... Genau! Genau, René! Du hast es erfasst. Noch ein Stück. Wir stehen im Stau. Ja, warte. Das passt doch, das passt, das passt. Perfekt. So. So. Was passiert, wenn ich den jetzt drücke? Da kommt ein Cube. Ein Spiegelkubus. Ja, den brauchen. Den muss irgendeiner auffangen. Den kann ich auffangen. Dann fang ihn mal auf. So, und drück jetzt. Perfekt, du musst kurz herkommen und dein Portal woanders hinschießen, dein... Dein blaues, war das. Genau. Komm, kuscheln, Kubus. Nix da. Ist nicht. Ach, Dennis. So, wer hat die Oberhand? So, jetzt müssen wir hier auch mal ein bisschen was machen. So, wohin kommt denn das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Oh. Ich würde sagen, da kommt mein blaues Portal hin. Warte, das war falsch, das war falsch, das war falsch. Oh. Das warte ich mal. Da hinten ist irgendwas. Ja. Da muss das hin. Da muss das hin, aber wie kommen wir da hin? Das ist die nächste große Frage, die uns beschäftigt. Du bleib auf jeden Fall mal hier. Du bleibst hier, so, mein lieber Freund. Du. Ich hab einen Plan. Ich hab nämlich auch einen Plan. Ey, du sollst doch da bleiben, René! Du hast mich in den Strahl gefangen. Och Mann, René, Mann!
Setz dann dein lilanes Portal bitte dahin, wo wir jetzt innen gleiten. So, René. Ich bleibe hier. Gut. Und? Nein! Nein! Warte, wir regeln das. Ich regel das. Hallo, René. Wo bist du? Hinter dir. Oh. Hey! Das war jetzt unfair. Pack den schieß mal den blauen Streifen so, dass er mich auffängt, wenn ich jetzt in das Kissen springe. Warte, wo bist denn du? Ach da, irgendwie so. Genau, nur ein Tuck tiefer, genau. Dass ich das da hinpacke, dann dass ich dann da durchfliege. Will mal gucken. Ich will gucken, was da hinten ist. Ich will mich da mal ein bisschen näher umgucken. Dann das hast du jetzt so ein bisschen falsch angegangen. Das ist viel zu niedrig. Ich will mich da ja nur umgucken. Ich weiß ja, was ich zu tun habe. Nur du musst mich mal machen lassen. Daher musst du hier bei mir bleiben. Ja, dann. So, setz schon mal dein hellblaues Portal da bitte hin. Und komm her. Ich bin unterwegs. Dieser René, ey. So, und stell dich hier schön weit rein. Hier schön weit rein. Danke dir. Jetzt kann ich hier handeln. So wie ich will, so ihr sehen. So. Genau. So ist das wunderbar. So gefällt es mir doch. No. Du hängst aber schön an der Wand. Ja, das war ein bisschen falsch. Ah, ich weiß auch warum. Naja, das habe ich nicht gesehen. Ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir auf jeden Fall wieder hin. So, dann hier so. Nee, ich brauche ein Portal da und da. Und lass dich nicht weg teleportieren oder weg jagen. Danke dir. So, bleib da, warte. Bleib da schön drinnen stehen. Danke dir. Ich mache heute ein anderes Portal mal hier weg. Ja, mach mal. Perfekt. So wollte ich das haben. So. Mhm. Dann bin ich hier. Kann ich... So gesehen kann ich... Warte. Du bist hier jetzt da drüben, ne? Genau, ich habe hier sogar eine Portalfläche. Das ist sehr schön, denn ich richte den Laserstrahl jetzt mal so aus, dass er auf mein Portal schießt. Bringe runter. Bring in den... Dann schieß mal so, dass ich zu dir komme. Ja. Geh rein. Ah ja. I'm walking on sunshine. Oh, oh. Und da sind wir fertig. Hört ihr jetzt auf? Das ist nicht nötig. Lol. Wollt ihr mich damit ärgern? Ja, mega. So, ich gehe jetzt rein, ich will das nochmal richtig sehen. Ihr werdet euch dabei wehtun und das wird mich in Verzückung versetzen. Och René, das sieht aber schön aus. Das sieht aber schön aus. Jetzt mach du mal. Also du bist eine wunderschöne Ballerina. Ich weiß. Oh. Was ist das? Meins gefällt mir aber viel mehr. Ich will gleich mal was ausprobieren. Okay, da bin ich aber jetzt sehr gespannt. Es hat was mit der Animation zu tun. Wenn das ob klappt, du ein Portal setzen kannst damit. Genau, und wenn das klappt, mache ich meine Portale nur noch so. Nein. Nein.
Nein. Nein. Bitte klappt nicht, bitte klappt nicht. Aber weißt du, das probiere ich auch ganz schnell aus. Wie gut kennst du Blue wirklich? Gar nicht gut. Du Blue? Ich vertraue ihn nicht. So, wir René. Wir brauchen eine Parteifläche, die genau auf uns zeigt. Ja. Was passiert, wenn ich das mache? Du kehrst mich um. Ach, das ist eigentlich ganz geil. So wie ich das gerade mache. Kannst du eigentlich in dem blauen Strahl eine Animation machen? Natürlich kann ich eine Animation machen. Versuch doch gleich mal so ein Portal zu schießen. Nee, nicht solche Animationen kann ich machen. So, schick mich bitte zurück mit deinem Knopf, was du da hattest. Warte. Lalala, I'm walking on sunshine, das war mir klar. I'm walking on Strahl, ja. Ha. Mist. Dann können wir das so machen und irgendwie gibt es da oben einen Knopf. Oh, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ah ja, das ergibt natürlich Sinn. Der Kubus muss dahin. Ja. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen so. Genau. Ich lasse ihn mal fallen. Ich gehe hier mal runter. Perfekt. Die war halt aber verdammt leicht. Ja. Blue, nur zur Klarheit. Ich fragte Orange gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Nein. Ein bisschen Trost. Nein. Ah, Mann! Na gut, wir wollen weitermachen. Wir wollen weitermachen. Wir wollen noch ordentlich hier was erleben. Oder nicht? Haha, jetzt ist er traurig. Aber bis jetzt gefallen mir die Testkammern so, wie sie sind. Ja? Weißt du, was noch geil wäre mit den Gills? Da bin ich gerade bei der Solo-Story. Ah, da bist du angekommen. Ja, ich. Hast du schon alle Gele entdeckt? Also, ich habe jetzt das Sprunggel habe ich. Ha? Und so ein Abstoßgel. Okay, dann hast du noch nicht alle Gele. Wieso, wie viele Gele gibt es denn? Drei, also das blaue. Ja, das dritte ist eher weniger ein Gel, aber ich würde es dazu zählen. Also es gibt das Orange, möchtest du etwas sagen? Ja, du bist scheiße. Also es gibt das Orange, das Blaue und dann... Ich weiß nicht, ob du es hören willst, was es noch eins gibt. Du musst auf jeden Fall da erstmal durch. Also hau raus. Ich weiß nicht, ob die als Zuschauer auch wissen wollen. Hey, wake up. Dann musst du das hinterher. Wer stupst mich gerade hier an? Ich bin in der Aufnahme. Derjenige muss jetzt 5 Minuten warten. So circa. Was? Das kam überraschend. Da sind Spikes. Gut. Sobald die einen registrieren, kommen Spikes auf eins. Das ist doch sehr, sehr schön. Gefällt mir. Gut, dass du das Testsubjekt warst. Bist auch mein Lieblingstestsubjekt. Aber wie will man das umgehen? Weiß ich nicht. Ich will nicht sterben.
Also umgehen kann man es nicht, so wie es aussieht. Vielleicht mag er mich mehr. Dann mach du mal deine Portale dann jeweils dahin, wo meine sind. Vielleicht mag es mich mehr. Warte, ich muss mal kurz was ausprobieren. Es hat funktioniert. Ich mach meine Portale in Zukunft nur so. Ich wollte das jetzt so schnell machen, bevor du es machst. Nein. Ich bin bereit. Aber er schießt immer nur das erste Portal, also bei dir das gelbe und bei mir das blaue. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Was wird daraus? Sollen wir da alles beobachten? Hallo. Ich bin doch lieb, oder? Nein, ich bin nicht lieb. Aber was mir gerade aufgefallen ist, da ist ein Dings. Stromleitung, muss irgendwo noch ein Schalter sein. Interessant. Geh ja schon. War aber eigentlich klar, dass das passiert. Ich konnte es ja auch nicht mehr abbrechen. Hallo? Ist hier jemand? Hm. Hey! Ich hab das mit der Animation gemacht. Warum lande ich auf der anderen Seite dann? Weil du zu mehr als zur Hälfte auf der anderen Seite warst. Mann ey. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Sagt es, da gibt es irgendeinen Schalter. Ja? Warte mal. Ich hab die Idee. Mach mal bitte hier dein Portal bitte hin. Und da oben bitte dein Portal hin. Es war klar. Und da oben bitte dein Portal hin. Sehr schön. Und zwar folgendes. So, ihr seht, nein, das war falsch von mir, tschüss! Aber so in der Art, man muss dann da hingehen, man muss an der Seite das Portal setzen und dann muss man die Richtung wechseln. Verstehst du? Nein. Okay, mach bitte wieder deine Portale da überall hin. Hey, wake up. Ich kann nicht, ich bin in der Aufnahme. Wer stupst dich den ganzen Abend? Keine Ahnung, ich will ja jetzt auch nicht raustappen. Moment. Nicht hier. Ja, es klappt irgendwie. Das musst du machen. Das darf nicht ich machen. Das musst du machen. Genau. Mach da oben wieder dein Portal hin, bitte. Genau. Und zwar folgendes. Wenn ich sage, musst du da hinten das Portal hinmachen. Das hellblaue. Okay. Aber ohne Animation diesmal, ne? Richtig, bitte. Jetzt. Wenn ich da jetzt so durchgehe. Mach wieder hier dein Portal hin. Ich muss überlegen, wie wir jetzt vorgehen. Ich spiele mit dir, ja. So. Ja. Dann wird da unten wahrscheinlich ein Knopf sein oder irgendwas, was die Spikes außer Gefecht setzt. Hoffe ich. So. Wäre jetzt fies, wenn ich mit einer Animation da am Portal hinschießen würde. Das wäre fies. Da. So, hier ist auf jeden Fall ein Schalter.
Ja, Orange, wir sind allein. Oh, damit kann man es umkehren. Interessant. Oh, okay, somit kommst du dann hoch. Es gibt wirklich keinen Schalter. So, und zwar muss man da... muss da irgendwie ein Portal einsetzen können, aber... Ich weiß. Weil ich das nicht wusste, habe ich da einen kleinen Fehler gemacht. Warte. Du kannst ja nach da oben, nach da ein Portal schießen, ne? Ja, kann ich. Mach mal. Warte, das war falsch. Nein, das war auch falsch. Das. Ja, und jetzt setzt du das andere Portal dahin. Und jetzt kehrst du den Spieß um. Genau. René, du bist manchmal doch ein Fuchs. Dann musst du zu dem anderen Steuer jetzt runter. Genau, warte. Zack. Bist du? Bin unten. Dann gehst du hoch und machst oben dein Portal hin. Genau. Wir haben es hinbekommen. Ich kürze mal ein bisschen ab. Oh. Oh. Dann let's go. Fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Du wirst so ein bisschen bevorzugt von GLaDOS, das finde ich nicht in Ordnung. Na gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ich gehe jetzt hier noch kurz in den Ladebildschirm. Was dann aber danach ist, das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss. Ihr könnt schon abschalten, ich will aber kurz noch den Ladebildschirm trotzdem mal kurz drauf haben. Weil es könnte sein, dass GLaDOS gleich anfängt zu reden, dass das wenigstens auch auf der Aufnahme mit drauf ist. Ja, ein bisschen unprofessionell, weil ich muss es kurz nochmal rausnehmen, weil ich wurde jetzt zweimal angestupst. Ich will mich doch mal kurz drum kümmern, weil ich hasse es, wenn ich in Aufnahmen angestupst werde. Wir sind schon extra in Aufnahmeschannel. Und nicht. Ihr habt es beide geschafft, ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Okay. Gut, bis in den Support und... Oh Mann, GLaDOS! Als wärt ihr nur Maschinen. So, bis in den Support und tschüss. René, willst du auch Tschüss sagen? Tschüss.